Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück hier bei Deponia. Ich hab's repariert. Ich freue mich, dass ich es reparieren konnte. Es lag an Texturenkompression oder so hieß das in dem Visual Tool, was es dazu gibt. Es steht da, das erfordert viel GPU-Auslastung. Aber es soll zu verbesserter Grafik führen. Und ich dachte, GPU-Auslastung ist nicht so schlimm. Ja, sollte es auch eigentlich nicht sein, aber ich hätte gerne die Grafik verbessert, ja, aber dann hätte ich auch gerne alle Grafiken und die nicht irgendwie übereinander liegen, sodass man nichts mehr erkennen kann. Naja, jedenfalls, ich habe es repariert und jetzt geht's richtig los. Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, bestimmt seit Montag. Ui, seit Montag. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Irgendwie muss ich Platz für meinen Koffer schaffen. So, und nun? So, und wohin jetzt damit? Na, geht doch. So, das zu, das ist fertig. Gut, dann... Auf den kann ich vielleicht... Machst du den ab? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Auf der Batterie. Sollst so sitzen. Na gut, dann eben nicht. Kann er hier noch irgendwas machen? Das wird ein spektakulärer Abgang. Können wir das schon einstellen? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Gut, dann da nichts tun. Ist ja in Ordnung. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Gute Frage. Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Das machen wir. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Irgendwas Nettes halt. Na, hallo? Rufus? Hast du nicht? Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Wohin bloß mit der... Hättest ich, ich muss... Noch was? Ja, ist in Ordnung. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst... Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja... Zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf?
Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, da, gut, aber es bleibt doch immer Zeit, einmal mit Poki zu reden. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Ist das eigentlich wirklich was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt. Mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich, so überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt, wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht, was man da durchmachen muss. Also an dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen geschlagen. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Und da sollte dann so langsam der Regen des Morgens quasi verschwunden sein. Aber ich habe auch tatsächlich gerade neulich noch ein altes Charakterdesign von der Toni gefunden, die hier in diesem Raum steht mit einem dicken Öl. Regenmantel in so einer Pfütze und halt komplett zugeregnet ist und der Glimmstängel, den sie ja immer charakteristisch im Mund hat, halt auch schon ganz durchweicht und nach unten hängend aussieht. Es gibt so ein Foto, wo Doris Day so ähnlich ausschaut. Das fällt mir dazu ein. Ja, der Charakter Toni ist ja auch, aber den lernen wir ja jetzt später kennen, aber der ist ja auch grob an Doris Day angelehnt. Weiß nicht, ob du das wirklich alles erzählen möchtest, was du jetzt verrätst, aber ist ja nicht meine Sache. Gut, also haben wir jetzt gelernt, es sollte Regen geben, es gibt aber keinen Regen. Und nun, macht euch bereit. Die grafikfehlerfreie Zone. Es ist immer wieder was Schönes, keine Grafikfehler zu haben. Guck mal, so sieht das ja eigentlich im Original aus. Gar nicht mal so doof, oder? Da erkennt man auch mal was. Naja, okay. Was haben wir denn hier noch so? Eine Klingel. Okay, na gut. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Nimm mit. Autsch, heiß! Eine Chilischote. Natürlich, eine Chilischote ist heiß. Gut erkannt. Ein sattelförmiger Kasten. Ui. Der Klassiker. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ach, komm hier. Nimm mit das Ding. Er braucht schon Briefkasten vor der Haustür. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Na gut, hey du. Hallo, Hanek. Hi, na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut.
Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Bitte? Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Nö, das klingt doch an sich komplett... Ich krieg das schon hin. Sicher. Komplett machbar. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Ob Poki auch eine Karte aus Elysium möchte? Ich glaube, wir hören mal rein. Und hier sind wir jetzt vor Tonis Hütte. Da kann ich das erste Mal ein bisschen was zur Grafik sagen. Und zwar ist das ja der tatsächlich erste Screen, der für Deponia erstellt wurde. Und zwar die erste Version von diesem Screen habe ich sogar selber persönlich angefertigt. Und das war das allererste Asset, was es zu Deponia gab. Meine erste Version von diesem Screen, allerdings im Ätna-Stil. Damals war es noch links ein großer Reifenberg unter diesem Plateau mit dem Tunnel, der in den Stadtkern geht. Und nee, warte mal, der Reifenberg war tatsächlich rechts. Und links gab es einen Stapel von alten Datasetten mit den IT-Spielen. Zu der Zeit hatte ich irgendwann gelesen, dass die Entwickler von die Atari-Entwickler, die halt damals das Konsolenspiel E.T. gemacht haben, mit dem ganzen Überschuss, weil sich das Spiel so schlecht verkaufte, irgendwo in der Wüste verscharren mussten. Das fand ich so lustig, dass ich hier eine Einspielung in meinen Screen zeichnen wollte, als ich dachte, möglicherweise zeichne ich auch hier in diesem Spiel wieder die Hintergründe selbst. Wozu es dann ja natürlich nicht kam, und da bin ich auch sehr glücklich darüber, weil wir dann den Michael Benrath verpflichtet haben, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe für ein Lizenzspiel für Warner namens Anderthalb Ritter. Das war im Prinzip das zweite Spiel, das bei Nedelec rauskam, oder das dritte nach Whispered World, vor Whispered World, oder? Ja. Und da hatte er auch schon die Hintergründe gemacht und ich war der festen Überzeugung, dass er auch der Richtige ist, um den cartoonigen Hintergrundstil für die Welt Deponia zu zeichnen. Und das war auch ein sehr großes Glück, dass er da Zeit und Lust für hatte. Und uns dann ja auch quasi mehrere Jahre lang begleitet hat. Und tatsächlich saß Micha dann auch schon als einziger und erstes Teammitglied sozusagen mit mir zusammen in einem Raum, als ich fast ein Jahr lang hatte, um das Konzept für gesamte Deponia, also die Complete Journey quasi, zu konzipieren, bevor wir entschieden haben, dass das Teil so groß ist, dass wir es in drei Einzelteile eigentlich aufteilen müssen. Jetzt habt ihr wieder alle drei zusammen. Ebenfalls bemerkenswert ist hier in diesem Screen, dass mir hier zum ersten Mal auffiel, dass unsere Animatoren komplett überengagiert sind und eigentlich hatten wir sehr wenig Zeit für die ganzen Animationen, die halt nötig wurden, also geplant waren und auf unserer Liste standen, um Deponia zu beleben. Und hier war eine Animatorin an dem Briefkasten beschäftigt und sollte halt einfach nur eine kurze Animation machen, die war sogar auf Nice to Have gesetzt, weil im Prinzip benutzte Schraubenschlüssel mit Briefkasten und so, das hätten wir auch mit einer Standardanimation lösen können. Das war sowas, was wir klassischerweise in älteren Spielen halt mal einfach mit so einer Standard-Greif-Animation gelöst hätten. Aber die stand eben bei ihr auf der Liste und sie machte so diese ausladende Animation, wie sie diesen Briefkasten, also Rufus den Briefkasten halt so durch die Luft sausen lassen, bis er in seiner Manteltasche landete. Und da dachte ich so, boah, ja, das will ich eigentlich für das gesamte Spiel. Und da fing dann der tatsächliche Wahnsinn von Deponia eigentlich so richtig an. Großartig. Auch aus Scripter-Sicht ist dieser Raum sehr interessant, weil tatsächlich die Perspektive von dieser Brücke eine sehr, sehr schwierige Aufgabe darstellt, weil Rufus einmal auf dieser Brücke, während er nach unten geht, nach vorne läuft und dann
aber immer noch nach vorne läuft, während er die Brücke quasi wieder heraufgeht. Das heißt, eine Verschiebung des Charakters auf der Y-Achse bedeutet hier bis zur Mitte der Brücke, dass er nach vorne geht, und ab der Mitte der Brücke bedeutet es, dass er nach hinten, also nach Norden auf den Screen zu gehen, nach vorne laufen. Und das ist tatsächlich in Visionaire so gar nicht vorgesehen gewesen. Deswegen war es tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Screen, um den tatsächlich zu scripten. Und wir haben da einiges probiert und tatsächlich auch nochmal den Screen umgezeichnet, damit es nachher halt bestmöglich aussieht. Tja, sehr interessanter Screen. Gleich zu Beginn. Wow, heftiger Einstieg. Ich verstehe nur Bahnhof. Also wie das ist mit der Brücke? Man muss hier so irgendwie nach vorne und dann so nach hinten oder seitlich oder... Boah, fragt mich nicht, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch absolut keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach wieder rein. Wir haben immerhin Toni den Briefkasten geklaut. Und den wollen wir auch gleich ordentlich benutzen. So, einmal Briefkasten und an die Schiene bringen. Wie er denn da genau befestigt, das ist... Ha, passt. Ja, glaube ich auch nicht so wichtig. So, Batterie. Ha, passt. So. Der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Oh ja. So, Mr. Harpune, bitte einmal Kalibration. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Ja. Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. So, was haben wir? Das ist überspringen, das ist verlassen und das ist die Anleitung. Beim Kalibrieren einer raketenbetriebenen Magnetharpune verhält es sich wie beim Bau eines Großkraftwerks. Es ist nie zu spät, um kleine Schönheitskorrekturen vorzunehmen. In diesem Fall muss lediglich das Zielkreuz auf das markierte Segment der Eisenbahnschienentrasse ausgerichtet werden. Mit dem Hebel lässt es sich in jede Himmelsrichtung auf ein benachbartes Feld und ein weiteres Feld in der Diagonalen verschieben, wie der Springer auf einem Schachbrett. Ärgerlicherweise sind die nützlichsten beiden Richtungen durch eine unglücklich mutierte Abdeckplatte blockiert. Naja, andererseits macht es die Sache auch interessanter. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen, ne? Also, Poki, was sagst du zu diesem Minispiel? Minigames, Segen oder Fluch? Eine oft gestellte Frage. Ich bin ein großer Fan von Minigames. Insbesondere von solchen wie diesem hier, die sehr einfach verständlich sind und am Anfang so aussehen, als wäre das überhaupt keine große Herausforderung. Und letztendlich sich dann aber doch als eine wahre Kopfnuss herausstellen, die dann aber doch nicht zu lange dauert, um zu lösen. Also es gibt eine gewisse Minigame-Dramaturgie, und wenn die tatsächlich zutrifft, also wenn man quasi diese Minigame-Dramaturgie in einem Minigame wiederfindet, dann ist es aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Minigame, und das trifft auch dieses hier zu. Denn man bewegt halt das Fadenkreuz wie beim Pferd auf dem Schachbrett und denkt, wenn man sich das so anguckt, das kann ja nicht kompliziert sein, nach da oben links auf das Gleis zu bekommen. Aber wenn wir dann halt unten auf den Hebel gucken, dann sehen wir, die beiden Richtungen, die uns nach oben links bringen, die sind ja blockiert. Das heißt, oha, so einfach ist es dann doch nicht. Und wir können zwar versuchen, da halt irgendwie uns drumherum zu mogeln, aber stellen dann auch schnell fest, verdammt, wir landen immer wieder auf denselben Feldern. Und scheinbar muss es da einen Trick geben. Und jetzt kann man entweder sagen, so, ich probiere einfach rum und würde es halt auch in absehbarer Zeit lösen. Oder man kann aber auch strategisch vorgehen bei diesem Spiel. Und ja, dass man diese beiden Entscheidungen hat und halt das Spiel nicht schneller gelöst ist, als dass man verstanden hat, wo das eigentliche Problem ist. Das macht dieses Spiel meiner Meinung nach so einen sehr guten Vertreter der Gattung Minispiel. Es kommt noch eine dritte Komponente dazu, die ist in diesem Fall halt nur eigentlich wenig gegeben, aber doch eigentlich schon, und zwar erzählt dieses Minispiel etwas. Es ist halt dramaturgisch eigentlich relevant. Man erfährt hier etwas, wir sind ja immer noch bei der Vorstellung von Rufus und wie er so tickt. Man versteht ein bisschen was darüber, inwieweit er seine Pläne halt durchbringt. Da hat er hier einfach mal diese blöde Platte aufgeschraubt. Ungeachtet dessen, dass sie ihm später halt Probleme bereitet. Und ja, das heißt, sie ist dramaturgisch relevant, auch gibt einen kleinen dramaturgischen Gag sogar mit rein. Erzählt uns natürlich auch etwas über die Richtung. Okay, Rufus will halt nicht sofort direkt nach Elysium, er will erstmal hier scheinbar auf diese einen Schienenbahntrasse geschleudert werden. Das heißt, es ist eine Richtung vorgegeben, wir sehen halt schon, wo er hin will. Er hat ein Ziel, man sieht es am Zielkreuz. Es ist, ja, zählt tatsächlich dann doch sehr viel. Ich wollte eben fast behaupten, dass dieses Minigame gar nicht so viel erzählt, besonders nicht so viel wie andere Sachen. Besonders gerne mag ich Minigames, die halt auf der Meta-Ebene viel erzählen. Das kommen wir später, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber erstmal viel Spaß.
mit diesem Minigame. Ja, das kann ja so schwer nicht sein, ne? Guck mal, jetzt machen wir hier nach unten links, dann machen wir nach oben rechts, dann machen wir nach unten links, dann machen wir nach oben rechts, dann machen wir nach unten links, dann machen wir nach oben rechts, was nicht geht. Dann mache ich mal nach unten links. Dann mache ich mal das hier, das hier. Ach, das kann ja so schwer nicht sein. Hier, guck, sag ich doch. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Ist der Tunnel wieder offen? Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann wohl ab nach Elysium. Also, dann als allerletztes, was wir noch tun können, ist das Questlog? Ja, das ist das Questlog. Dann schauen wir doch mal. Unser nächster Plan lautet, die Lunte zünden. Und dann sind wir am Organon-Kreuzer und dann sind wir in Elysium. Das ist ja schon mal relativ einfach. Ja, gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!